Die eine Spielerin ist bereit ausgespielt und das spielen sie dann clever aus, 7:3. Haben sie Glück. Blauer Ball rausgerückt, um diesen Ball zu holen. Und wieder klare Anweisung, der Wurf aus der Mitte. Zwar ist da die Lücke, aber sie bleiben wieder an der Torhüterin hängen. Und der Spieler auf außen war frei, so sagt es auch der Trainer. Und jetzt der schnelle Konter verpufft. Leute, kommt aus der Bewegung. Du bist wieder zurück. Hilfe, mein Gabe, die bleibt erneut im Block hängen. Und nochmal der Block auf blauer Seite. Mach das Spiel breit, durchlaufen lassen. Und wieder Meinke, die da am Block hängen bleibt, haben Glück, dass sie den Ball. Technischer Fehler auf blauer Seite. Sollen sie schnell spielen, aber die Blauer sind eigentlich schon formiert wieder. Ist sie Glück, dass sie da noch angegriffen wird, den Freiwurf noch bekommt. Bleib mal weiter da. Die da nicht mal weiter rüber. Noch weiter. Der Wurf bleibt wieder bei der Torhüterin. Jetzt haben sie den Ball mal schnell bekommen. Meinke bricht ihn ab, der Wurf dann unvorbereitet. Und Meinke, jetzt findet sie da mal die Lücke, hier in Butzlaff. Vier zu sieben. Jetzt haben sie den Ball mal schnell geholt. Und, und schlecht vorbereitet der Wurf. Aber Grünweiß orientiert sich im Angriff einfach zu weit nach rechts rüber. Vergessen die linke Außenspielerin komplett. Und wenn den Ball hat sie schön geholt, schön zurückgelaufen. Aber die linke Außenseite passt völlig frei und machen sich das Spiel auf der rechten Seite eng. Jetzt hat sie aber mal die Lücke auf der rechten Seite und macht das Tor. Treffer Nummer 5. 5 zu 7. Da kommt sie zu spät und dann ist wieder diese Überzahlsituation, aber diesmal schlecht gelöst auf blauer Seite. Und dann große Lücken und das Passspiel, das Doppelpassspiel auf blauer Seite klappt sehr gut. 8 zu 5. Schlechter Pass, hat sie nicht geguckt. Meinke greift sich den Ball. Jetzt machen wir Doppelpassversuch. Und 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin.
eine Sache für Meinke. Und sicher verwandelt und in die Ecke. 6-8. Und Auszeit genommen. Vom Plauer SV. So, die Auszeit auf Schweriner Seite lief jetzt sehr, sehr ruhig. Konzentriert ist nach der eigenen Auszeit. Viel zufrieden mit seiner Mannschaft und das kann er auch sein. Ist jetzt aktiver, sind jetzt aggressiver. Nur offensiv läuft es noch nicht so. Schrittfehler. Aber währenddessen haben noch mitgekriegt, die haben Kampf neben dem Tisch. Das ist da fast ein Wechselfehler gegeben hätte auf blauer Seite. Da gab es dann eine Ermahnung, dass da gibt es extra eine Wechselzone für. Und die Chance für Lisa Lorenz. Und es gibt die gelbe Karte gegen Plau, das ist die zweite. Und dann das Tor für Grün-Weiß-Schwerin. Der Anschlusstreffer 7-8. Und wieder haben sie die Abwehr und Plau wird hier nervös. Und Meinke war das. Zum siebten Mal erfolgreich, zum Ausgleich 8-8. Und das war einmal schnell gespielt von Plau. Das ist genauso erfolgreich jetzt. Wieder wie am Anfang gespielt. Und Gelb auch auf Schweriner Seite jetzt. 8-9 der Spielstand. War Block noch dran, es gibt einen Wurf, sagt der Schiedsrichter. Ja, haben sie Glück. Der Trainer meinte, das Spiel verlagern. Man noch zu wenig Bewegung im Spiel. Und man sieht auch, dass die Außen, die Spielerin, die steht völlig frei. Sie wird völlig vergessen. Sie machen das Spiel sehr, sehr eng. Das war gut gedacht. Gut gedacht, das Anspiel auf Meinke. Auch bei Bode im Pase kann ihn nicht fangen. Und der Konter von Plau. Zum 8-10. Und das war ein schöner Old Pass auf Gina Meinke. Zum Anschlusstreffer 9-10. Und Butzlaff mit ihrem ersten Treffer. 9-11. Und 7 Meter Entscheidung für Grün-Weiß-Schwerin.
Die Chance zu meinem 9. Anschlusstreffer. Meinke. Auch der ist drin. Zehn zu elf. Und da wieder fast den Ball gekriegt, aber das macht die Lücke für Blau und auf der Gegenseite gibt es ebenfalls 7 Meter. Und der geht an den Pfosten. Und der Nachwurf ist dann drin. Da kriegen sie den Ball nicht. 10 zu 12. Jetzt haben wir noch 25 Sekunden in der ersten Hälfte. Nochmal die Chance für Grün-Weiß-Schwerin jetzt zum Anschlusstreffer. Spielen, 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 spiel mal durch! Spiel mal durch! Weiter! Und Meinke bleibt da hängen und von den Grün-Weißen geht keiner hin, es sind noch 5 Sekunden. Und Halbzeit. Jetzt gibt es nochmal direkten Freiwurf. Direkt. Gina Meinke wird den ausführen. Also ist natürlich schwierig gegen so eine hohe aufgestochene Mauer. Oh, aber der trotzdem gut an die Latte. Halbzeit Grün-Weiß-Schwerin 2, Blauer SV 10 zu 12. Auf geht's.